Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Oh, du hast lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, komm schon. Ja, und damit ein allerherzlichstes Hallo, ihr Lieben. Ich habe hier wieder meinen frischen Tee. Klettern geht nicht. Und ein ganz zauberhaftes neues Spiel am Start, das ich mir mit euch zusammen anschauen möchte. Ja, ich weiß schon, wie ich mich bewege. Aber ich glaube, diese Bewegungsunschärfe müssen wir noch rausnehmen. Ja, das ist besser. So, okay. Wir sollen gehen in die Höhle hinein. Hier, oder was? Okay. Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Ja, passt wieder durch. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Schick ist es. Schick ist es. Gehen Sie wieder hinein. Na, warte mal. Irgendwie gefällt mir das hier immer noch nicht mit den... So, jetzt gucken wir noch mal. Es ist doch schon viel besser, oder? Die Ego-Perspektive wäre ganz cool. Schick sieht's aus. Okay. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen? Ist nicht hier. Oh, was ist das nur für ein Ort? Das ist die Frage. Die klettert nirgendwo lang? Okay. Irgendwelche Apparaturen.
Da ist was Spannendes. Guck mal. Okay. Ja, ihr Lieben, ich habe dieses Spiel schon so lange auf meiner Wunschliste. Und ich glaube, es war jetzt im Januar oder was, war es im Sale mit dabei. Und da habe ich einfach mal zugeschlagen. Und ich glaube, das wird richtig, 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 richtig toll. Okay. Das Format ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich keine Lust mehr habe, im Fenstermodus zu spielen. Ich glaube, das habe ich eingangs schon gesagt. Da vorne ist irgendwas. Wo? Wo ist was? Da ist ein Nebel. Was ist das? Ein Toter. Ein Toter? Hier unten. Da glänzt doch etwas. Wow. Lichter überall. Das ist ja abgefahren. Cool. Das ist ja abgefahren. Hahaha. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Brandschutztür verstärkt. Verschlussintegrität erhalten. Den Raum zu scannen. Hier. Holoschloss, elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischer Standort-Interface nicht verfügbar. Huch. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Sicherheitsverschlüsselungsport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in der Nähe. Okay, das ist da hinten, oder was? Eine Ratte. Ziel markieren. Ratte, Ziel abwählen. So. Okay, ach hier, guck mal.
Das ist mega abgefahren. Oh. Holoschloss, elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus, Dürer Standard-UI-Interface nicht verfügbar. Das kennen wir ja nur schon. Ein Farbwechsel. Okay, kehre zur Tür zurück. Gibt's irgendwie ein Licht? Okay. Ich will nur noch mal kurz gucken, ob es eine Lampe gibt. Kleinen Mann. Okay. Also ich werde mich hier auf jeden Fall gründlich umgucken, ne? Solange bis ich herausgefunden habe, wie dieses Spiel funktioniert. Aber ich denke, wir sind immer noch im Prolog, weil eigentlich müsste es ja irgendwie eine Art Loot oder sowas geben. Zwäng mich durch die Lücke. Wir haben da vorhin diese Rakete, also dieses Ding gesehen, das aussah wie so eine Rakete. Da geht's lang. Ich will aber hier mal gucken. Da ist was. Protokoll. Drücke E, um den Audiodaten. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber.
Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay. Da ist noch sowas. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Shana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay, ach, der hat sich erschossen. Grünheim. Okay. Das ist aber eine düstere Vergangenheit, die sie hier hatten. Das ist aber düster. Boah, das sieht so genial aus mit dem HDR, aber ich glaube, das seht ihr im Video leider gar nicht. Wie schön das hier leuchtet. Hier ist wieder so eine Info. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht Warum sind Sie hier gestorben? Was ist passiert? So, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Okay, tja. Offensichtlich haben die sich das Leben genommen. Er hat eine Medizin ausgeteilt. Muss sie trotzdem alle an. So viel Zeit muss sein. Oder wir hören uns sie besser gesagt alle an. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Tja. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Shana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder.
Gegrüßet seist du, Maria. Okay. Massenselbstmord. Aloy! Aloy! Bist du da unten? Er ist da! Rost hat mich gefunden! Hier unten! Ich komme! Ich komme! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Was macht schöne bunte Lichter? Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ja! Ich bin bereit. Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Sie hat ein Smartphone gefunden. Die Wildnis ist echt kann schön. Gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Geht klar. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Okay. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Schön. Oh, ist das schön. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Ich bin hier. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Klar. Da. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Bleib geduckt und folg mir über den Pfad ins hohe Gras.
vorbei. Wo? Da. Okay. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Warte auf ihn. Das war der letzte. Weiter geht's. Cool. Oh, wie schön das ist. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Dankeschön. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Da kommt schon jemand. Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Der ist gut und schnell. Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Oh. Wie sie mal mit den Armen rudert. Hier ist was zum Sammeln. Da ist was mit blauen Augen. Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Okay. Ha! Rennt! Ach was. Hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Ach, cool. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Gut, genau so. Die reichen. Folgt mir. Ich will noch einen. Der wartet aber auch nicht, gell? Was ist das hier? Guck mal. Skinstein. Jetzt soll ich Kräuter sammeln. Ach, das sind Stein. Hier, guck mal, hier sind Kräuter. Ja warten, oder? Seine Püppi. Aloy, hier drüben. Aloy, komm schon. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Oh. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Zu ihm? Okay. So. Komm, jetzt ist es sicher.
Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Plündere die Beute, Ayla. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Ich hab schon ein paar. Gut. Wie ich sehe, hast du schon Reinholzzweige gesammelt. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Hä? Wähle. Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Da ist einer. Zwei. Hier. Duck dich ins Gras und sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Schwäche. Lohebehälter. Okay. Ziel markieren. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das sein Schwachpunkt? Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Ziel aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Weiter feuern! Treffer! Weiter feuern! Okay, cool. Achso. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfaden. Komm, Aloy, schnell. Oh wei, oh wei, oh wei, was ist da los, was ist da los? Oh nein. Es tut mir leid, Leute, dass ich so wenig rede, aber es ist so gut gemacht. Dass man richtig reinfällt. Wart auf mich. Diese Glühwürmchen überall. Ja. Oh Mist. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Doch, natürlich werde ich. Was hast du denn? Aloy!
Was? Ganz okay, um seinen Patrouillenweg zu markieren. Ich muss das langsam machen und leise. Okay. Sie dürfen mich nicht sehen. Mist. Sind ein paar. Schnell. Ich muss vorsichtig sein. Echt, wir müssen durchs Wasser. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Siehst du doch, guck mal hier. Oh oh, kommt der hier? Achso, nee, das Blümchen ist drüber. Boah, wie cool das Spiel ist. Ach, so ein bisschen. Ich muss morgen früh raus. Also gar nicht so lange, wie ich gern möchte. Schnell. Hier ist noch irgendwo ein Wächter. Aber der hat mich nicht gesehen, gell? Wo ist er? Da ist er. Wieso kam der jetzt so schnell zurück? Hat er mich gehört? So. Gehst du ihnen aus dem Weg? Ich kann sie sehen. Wir lassen den noch mal rumgehen, dann laufen wir ihm hinterher. Ich denke, das ist die sicherste Option. Ist das möglich?
Komm, versteck dich. Haha. Sei nicht böse auf mich. Also, ist es kein Spielzeug. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie ist mutterlos. Kann ich ja nichts dafür. Zurück nach Mutterherz. Blöd, Mann. Und ich. Du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Ja, Mann, ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Was denn nutzt Aloy? Schlag ihm den Stein aus der Hand. Zieh auf seinen Kopf, lass deinen Stein fallen. Hey! Kinder, weg von dort! Weiter Bären pflücken! Blödmann. Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Kinder sind fies. Halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist es nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Jawohl. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und Macht es nichts. Wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm. Thank you.
Ach, ist das schön. Rost? Rost? Oh je. Rost? Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Stufe 3? Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegenden schweren Schaden zuzufügen. Stiller Schlag. Ach, cool. Okay. Interessant. Die Sperrangriffe schlagen wahrscheinlich Rüstung und Bauteile ab. Okay, Sammler. Okay. Schnellere Heilung aus dem Medizingürtel. Finder. Scherbenplünderer. Zerlege Ressourcen und Inflation 50% ihres Metallscherbenwertes. Okay. Also ich habe 3 Punkte. Ah, hier ist. Ah, ich verstehe. Okay, ihr Lieben, ich lese mich hier mal ein bisschen rein und würde an der Stelle das Video beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe mega Bock drauf. Ich freue mich so sehr. Das wird richtig, richtig geil. Ah, wie schön, wie schön, wie schön. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst euch gut gehen. Bis dahin. Bye, bye.